Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Brother Tale of Two Soons. Und ja, letztes Mal waren wir stehen geblieben. Ich muss ein bisschen spielen, aber wir gucken uns nochmal die Cutscene an, damit wir auch wissen, worum es hier überhaupt geht und was wir hier überhaupt machen. Weil da waren wir das letzte Mal. Wer hat das vergessen? Wer hat es vergessen? Hm? Also ich nicht. Letzte Folge war echt ein bisschen creepy und alles, also. Ja, also ich fand es ein bisschen schlimm, vor allem mit dem Kleinen, dass er gestorben ist. Das hat mir echt wehgetan. Aber okay. Ich habe mir dazu ja nochmal einmal den Trailer angeguckt, wo ich auch die News rausgehauen habe, dass das Projekt statt Dungeon Finders kommt. Boah, und da habe ich den Kleinen auch gesehen und da dachte ich, oh nein, warum? Ich mag den, ich mochte diese kleine Eule, dieses ja, was kann man dazu sagen? Das ist so ein Eulengreif, das greift für mich ein. Richtig niedlich, das Ding. Und dann stirbt er. Bin ich immer noch ein bisschen traurig, wenn ich dran denke wieder, aber okay. So. Bin gespannt, ob das irgendwie ein Bossfight ist, dass wir so wieder was machen müssen. Ich hoffe ja wieder nicht. Oh, ich hätte bis hierhin spielen müssen, da hätte es gespeichert, okay. Aber ja, weiß man ja vorher nicht. So. Zack. Gehen wir jetzt einfach hin und sagen hi. Was macht ihr hier oder was? Ui. Wow. Kann ich hier was machen? Ah. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte gerade, hä? Ah, warte. Nein, nein, nein. Ich muss ihn ja auch erst rot machen. Gut, dass der gerade rübergelaufen ist. So, weil dann denken die, ich bin wirklich hier diese Gottheit oder sowas. Wenn die mich, denke ich mal, nicht angreifen. Der Vorteil ist, ich kann jetzt natürlich ihn spielen. Darf ich ihn loslassen? Nein, okay. Ja, okay, gut. Habe ich jetzt genug ausprobiert? Ich muss einfach gedrückt halten. Die Sache. Okay. Aber ich kann es mit ihm laufen, das ist gut, weil mit ihm kann ich besser laufen. Wir sind mächtig, wir sind die Gottheit, lass die Dame los! Wäre cool, wenn wieder dazu noch eine Cutscene kommen würde. Heilt uns, wir sind die Götter! Oh, ich hätte gerade aus Versehen losgelassen. Das war jetzt vielleicht nicht der beste Plan. Oh nein, bitte lass mich nicht weglaufen müssen. Oh nein. Ich kann doch nicht so gut mit ihm laufen. Okay, gut. Einmal kurz abwaschen. Hup, 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 hup. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und die Alte, der juckt das nicht. Die haut einfach ab, Mann. Denkst du, ja, easy. Danke, dass ihr mich gerettet habt. So, ich zeige euch noch kurz den Weg und dann bin ich raus. Also, ist trotzdem cool, dass so viele denn wirklich freundlich sind und uns helfen. Vor allem, wir haben unser Leben riskiert. Okay, wir sind einmal dran gestorben, aber wir haben trotzdem unser Leben riskiert. Gut, dass man mehrere Leben hat, ne, in einem Videospiel. Ist halt in echt leider nicht so. Was hast du da gemacht? Ich weiß nicht. Weißt du, wo das ist? Ah, ja, genau, ich kenne das. Wir müssen mit dem Boot fahren, dann kommen wir raus und dann müsst ihr die zweite links und dann die dritte rechts. Sollen wir dich mitnehmen? Okay. Oh, nö. Warte, wie steuere ich denn? Okay, einfach nur nach vorne. Und ich wette, ich darf die Eisschollen nicht berühren. Weil sonst gehen wir unter oder sowas. Boah, ich muss gerade wieder mit der Tastatur machen. Weil darf ich die berühren? Ich bin mir unsicher, ich probiere meine. Okay, das ist null interessant, ob ich die berühre. Okay, gut, dann kann ich auch weiter mit dem Controller machen. Na,
Was haben wir denn da? Ist da vielleicht ein Secret? Alter, nein. Paddeln geht auch nicht mit ihm. Warte. Ne, er muss paddeln. Ich glaube, das ist eine unsichtbare Wand. Das sieht ganz stark danach aus. Okay, dann paddeln wir da. Das ist aber mega cool gemacht hier, diese, die Steuerung. Okay, warte, ich muss ihn zurück. So. Ich schaff das schon irgendwie. Ich komme mit dieser Steuerung so null klar. Boot finde ich noch schlimmer zu fahren als, nicht Boot. Ich will wieder hier aufs offene Gebiet. Dann fahren wir halt rückwärts, ist mir egal. So, du nach hinten. Du nach vorne. Ich bin so froh, dass die Tastatur auch zwischendurch geht, ne? Das heißt, zwischendurch, sie geht ja eigentlich immer. Ich bin trotzdem froh, dass das geht. Ich hoffe nicht, ich muss irgendwie mal auf Zeit fahren oder so. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Weil meine Koordination in meinem Kopf ist nicht so einfach bei solchen Spielen. So, du jetzt paddeln. Hätte ich die ganzen Eisschalen auch noch ausweichen müssen, dann wäre ich vorbei gewesen. Dann wäre ich vorbei gewesen. Oh, jetzt muss ich ein bisschen rufen die Kra. Oh mein Gott, was ist das? Was ist da im Wasser? Oh no. Ich muss da bestimmt irgendwie durch. Kann ich das irgendwie zu Fuß machen oder so? Okay, das ist so. Okay, dann geht das. Okay, das war die falsche Richtung. Das war super, super knapp. Okay. Anhalten. Boah, der schiebt dann auch wirklich weg. Durchziehen. Oh mein Gott, aber da ist zu eng für ihn. Einfach gegen die Wand fahren und weiter. Gegen die Wand und weiter. Go. Okay. So. Und Vollgas da durch. Oh, lass mich raten, das Ding ist hier auch. Kann ich nicht irgendwo am Land gehen, Mann? Da ist es. Das sieht aber schon cool aus, oder? Da sind mehrere von den Viechern, oder? Oi. Alter, ich kann das richtig scheiße steuern. Ohne Schmarrn. Ich weiß, das liegt an meiner Inkompetenz. Aber auch ein bisschen am Spiel. Ich mag diese Panzersteuerung an sich auch nicht so gerne. Also bei Autos ja. So ferngesteuerte Autos, okay. Aber, nicht bei so einem Spiel. Und vor allem, dass ich das... Warte mal. Geht das beides mit Tastatur besser? Okay, ich muss so rum. Gib Gas!
Willst du da noch einmal auftauchen oder was? Okay, will er nicht. Okay. Und Gas geben. Und dadurch. Oder so. Einfach durchziehen. Gas, Gas, Gas. Boah, ich bin so inkompetent, ne, was diese Scheiße angeht. Wir sind da. Können wir aussteigen? Wie weit denn noch an Land, Alter? Bin gleich gestrandet. Sind wir gleich. Jo, die Dame, Alter. Was hat die denn für Kräfte? Krass. Okay, kannst du vorlaufen. Ich sehe dich, wo du langläufst. Kann ich hier durch? Ja, so ein bisschen Secrets nebenbei auffinden. Auch wenn die Steuerung richtig krebs ist mit dem Controller. Aber ich will trotzdem so ein paar Secrets finden. 100 Pro wird ja auch nochmal der Dings sein. Der Wal, der wird dann irgendwie eine Eisscholle nochmal hoch drücken oder sowas. Hauptsache ich komme mit den Kleinen gerade besser zurecht als mit dem Großen. Hallo? Warum kann er denn da nicht rüberschauen? Hallo? Habe ich ihn gebackt? Nein. Dach gerade. So. Und rüber. Okay. Ich habe hart damit gerechnet, dass der Orca war. Das war ein Orca, oder? Das ist Schildkröte. Die müssen wir retten. Die Arme. Wir müssen die Schildkröte retten. Das ist unser Bier. Bier? Oder Begier? Da. Jo, können wir dir helfen? Ach da. Hi. Ja. Da lang, okay. Kommen wir jetzt zu der kleinen Schildkröte? Können wir die retten? Da ist eine. Ah, haltet sie auf. Umdrehen. Okay. Okay. Kann ich dir jetzt hier einfach gleich reinflutschen lassen? Kann ich dir einfach hier reinflutschen lassen? Bin ich jetzt gleich Herr der Schildkröten oder wie? So. Und tschüss. Okay. Und tschüss. Jetzt müssen wir noch da hochkommen. Das soll aber kein Problem sein, weil ich, okay. Gut, ich dachte, ich kann vielleicht Räuberleiter machen, aber irgendwie will der nicht. Ah, hier will er Räuberleiter machen. So. Und zack. Und der Kleine, ist wahrscheinlich zu schwach, um das Ding hochzuheben. Was ich aber auch verstehen kann. Und dann wird's einfach runterschubsen. Fup. Hui. So, dann nehmen wir die natürlich mit und helfen den Schildkröten. Das ist ja ganz klar hier. Okay. Oder auch nicht. Ich kann die nicht mit dir bewegen. Ich glaube, die haben mehr gegessen als die anderen. Die ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer als die anderen. So. Du kannst da schon mal hoch. Und die letzte holen wir auch noch gerade eben. Oh nein. Ich bin doch verloren. Weil ich nicht hoch höher kam. So, jetzt aber. Ja, Mami Schildkröte, deine Kleinen kommen gleich, kein Problem. Sind gleich da und dann hast du deine kleinen Freunde wieder. So. Okay. Hui. Schildkrötensuppe, Errungenschaft. Ja. Oh. So, hey, der Schildkröten sind wir hier. Das ist schön, dass wir denen geholfen haben. Das freut mich wieder sowas. So, dann wollen wir hier rüber. Rüber quetschen. So gut es geht. Vor allem mit dem Kleinen. Er ist ja klein, deswegen hat er nicht so eine gute Steuerung. Er ist halt neumodern, deswegen hat er die Touch-Steuerung, weißt du? Und nicht alles Neue ist gut, ne? Deswegen.
Ich weiß, ich habe mich schon oft genug darüber aufgeregt, dass die Steuerung kacke ist. So, du auch dran. Und hoch. Zack, dieses Synchron hochspringen finde ich super cool. Macht auch Spaß, das zu machen so. Ist noch nicht so einfach. Aber gut, ich erzähle euch das in jeder Folge, dass der Steam-Controller für dieses Spiel nicht gut geeignet ist. Aber okay, oh, was ist mit ihm hier? Kann ich dir helfen? Nee. Okay, sollen hier rüber. Zack. Wir brauchen eine Axt oder so. Dann gehen wir mal hier hoch und hier ist zufällig... Oh, eine Säge! Mann. Da haben wir aber echt Glück gehabt. So, und... Das ist hier hohe Konzentrationsarbeit, Alter. Baumfeld! Ich bin schon komplett durch. Kann ich den jetzt schubsen? Nein, natürlich nicht. Guck mal, ich bin schon komplett durch den Baum durch, Mann. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Na also. So. Und nach unten. Schon krass, dass die hier eingefroren sind, ne? Was wäre so cool, wenn wir nachher irgendwie übers Wasser nochmal rüber müssen und dann würden uns die Schildkröten helfen. Oder wenn du so zum Secret kommst. Du musst erst die Schildkröte helfen und dann kannst du halt noch ein Secret erreichen, weil du dann die Schildkröte geholfen hast und die zeigt dir dann ein anderes Secret, Alter. Das wäre super cool, sowas. Okay, ich muss wirklich meine Finger verkrampfen. So. Guck mal, der ist jetzt schon so ein Stück durchgeschnitten, der Baum. Aber okay. So ist das. Also man sieht vorne, dass er irgendwie... So, es sieht so aus von vorne, als wäre der auch schon ein Stück durchgeschnitten. Yo, Alter. Ich meine, ja klar, Ladies first, ne? Aber hast du mal was von Anstand gehört? Können wir nicht erstmal, der große Bruder drängt sich einfach vor. Können wir das nicht erstmal irgendwie so machen, dass wir... Oh, da hinten sind die Wale noch. Das ist so cool, dass man so gebietübergreifend das alles so sieht, weil da unten sind wir eben blank geschippert mit dem Boot. Hier unter mir ist diese flachere Stelle, wo wir von dem großen... Hier, wo wir von dem, ach, komm schon. Da. Da war das, wo wir das erste Mal mit dem Boot rübergefahren sind. Das ist so cool, dass man das so gebietübergreifend alles sieht, Alter. Das ist so nice. Ich finde das so cool. Also in was für Spielen hast du das schon, dass du so die Gebiete, wo du vorher warst, auch nochmal siehst, so nachdem du da durch warst. Eigentlich voll selten bis gar nicht so. Jetzt bricht die ein. Nein, tut sie doch nicht. Eine stabile Brücke. Oh Mann, ey. Ich merke jetzt schon, wie mein Finger keinen Bock mehr hat. Mein Daumen. Oh, ist hier. Tanzarmee oder was? Oh ne, die haben auch irgendwas geschossen. Kann ich die kaputt machen? Ja! Muss ich da irgendwie durch? Nee. Was soll ich tun, Madame? Ich soll irgendwas holen wahrscheinlich, ne? So wie ich dich kenne. War auch super cool. Lol. Wäre auch super cool, wenn es so ein Achievement gibt, dass du von irgendwo von Screenshot machen müsstest. Das wäre super cool irgendwie. Was ist hier? Nichts. Voran, die Armee! Das sind übrigens keine echten Menschen, das sind einfach nur alle Schneemänner, die irgendwer hat hier lange waren und hat ganz viele Schneemänner gebaut. Oh, jetzt kommt die alte rüber. Und ab. Ab dafür. Pfiou! So wird man Frauen los heutzutage. Und seine kleinen Brüder wird man übrigens auch so los. Und weg mit dem! So, jetzt muss der kleine Bruder erstmal die Brücke mit der alten. Okay, warte, das war der falsche Button. Ich bin so blöd, ne? Und einmal runter, damit der Bruder auch rüber kann. Das ist super nett. Natürlich hat der auch Glück gehabt und ist hier, wo er auch sich durchquetschen kann, ne? Also, da hat der kleine Bruder echt Glück gehabt, ne? Und was kommt jetzt da unten? Monster oder so? Es war ein Spaß.
Unsichtbar! Ja gut, da hatte das Spiel keine Sprites mehr über, dass wir noch ein Charakter design konnten. Boah, mein Controller wieder vibriert, ziemlich cool. Ziemlich knorke. So. Kann ich hier hoch? Kann ich den Brunnen anklicken? Nee. Warum hat der kleine Bruder eigentlich immer so krasse Sachen? Hört ihr das eigentlich? Jedes Mal, wenn ich das Ding ans Mikrofon halte, hört das auf. Ich glaube, es hat so Mikrofonwellen. Sobald es ein Mikrofon merkt, dann hört das auf. So, jetzt muss ich da dran. Und dann kann ich hier durch die Tür oder so bestimmt, oder? Nee, ich muss rüberhüpfen. Warte, vorher will ich einmal. Das war knapp. Kann ich hier an der Tür klopfen? Nee. Dia! So, und rüber. Oh, hoffentlich sieht man dieses unsichtbare Viech nachher nochmal. Würde mich nämlich echt interessieren, wie das dann aussieht. Kann ich da rüber springen? Nee, ne? Nee. Kommt die Dame auch? What the fuck? Die hat's mal drauf. Alter, die ist Parkourmeister. Boah, Alter, die ist so stark und alles. Warum mussten wir die retten? Jetzt hört man's wieder. Hört ihr das? Er sieht uns nicht. Wir müssen ruhig sein und ich spreche durch den Controller durch. Cool gemacht, du. Diese Mechanik. Yo. Ich bin halt nicht so schnell mit dem Kleinen, ne? Oh, Alter, das ist schon geil mit den ganzen Fabriken und all dem Scheiß. Otai! Oh, Natanai! Und ran da. Könntest du das Ding bewegen, bevor der Große kommt? So, meine lieben Leute. Hi. Hab Glück gehabt, dass das keiner von uns war. So. Aber, bevor wir jetzt hier weitermachen, ist leider der Part schon vorbei, Leute. Wir sind bei ca. 22 Minuten, 23 Minuten so in etwa. Und das heißt, der Part ist vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ob wir dem unsichtbaren Typen entkommen können oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye. Ja, über Bewertungen und so würde ich mich freuen und so. Wisst ihr Bescheid, ne? Ciao.